Prost, Svendle. Es reicht. Ich verlange sofort Vitalis zu sehen. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte nicht bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn. Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Das schaffen wir, kleiner Hugo. Das schaffen wir. Ketzer, verbrennt ihn. Ja. Verbrennt ihn. Ich hoffe, das mit Mama stimmt alles auch. Nicht, dass es ein Fehler ist. Hallo Cyberrunner, schön, dass du da bist. Hi, freu mich. Wir spielen wieder schön Plucktail. Plucktail. Oh, mein Gott. Psst, psst, da ist er. Mama, wo bist du? Gottes Willen. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Ein richtiges Timing abpassen, ne? Das ist echt krass. Aber geil, dass auch mal sowas passiert, ne? Du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht. Magister. Der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Hun. Weiter! Sie sprechen über mich. Ja, gut gemacht, Junge. Gut erkannt. Sprich weiter und er verpisst sich, okay? Aber mich hier nicht sehen würde. Ah! Hey, hab endlich mal wieder etwas Zeit fürs Streamchen schauen. Freu mich, Divine. Ja. Aber wo muss ich denn hin? Ist keine Schranktür. Ich muss wirklich, glaube ich, der längst schleichen, wenn er wieder hier ist. Okay, das machen wir gleich nochmal. Oh mein Gott, Pickwheel. Oh. Vielen lieben Dank für dein geschenktes Sub an Dragon, Smark und Spinkels. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wirklich genial. Dankeschön. Und euch viel Spaß mit meinen Emotes. Dankeschön. Nimm einfach ein Ja. Weiß nicht, ob du noch weißt, dass ich mal da war. Doch, dieses Divine, das glaube ich, das hat mich gerade wieder zum Stolpern gebracht. Ich erinnere mich noch ein bisschen daran. Doch. Forschen Sie weiter, ich gehe mal Kaffee holen. Ja, genau so ist es nämlich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge.
Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Okay, Gott sei Dank. Waschen Sie für genau. Wichtiger als... Ja, das stimmt. Das ist er. Shit! Ist. Aber hey, wir haben lange uns nicht erwischen lassen. Alter, okay. Da ist einer, der kann mich sehen. Und er kommt jetzt von rechts. Ich muss da zwischendurch. Achso, ich muss gucken, wenn er weggeht. Okay, das kriegen wir alles hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. Kaffee geht über alles. Ja, das stimmt. Das kriegen wir hin. Wenn er jetzt weggeht, darf er dann nicht sein. Okay, warten wir. Jetzt muss er weggehen. Er geh weg. Geh. Einfach geh. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt. Meister oder Sklave, Ordnung oder Chaos. Aber wie können wir sicher sein? Schaut mal, wer da unten sitzt. Unser kleiner Drogensuchtiger nach Blut. Ja, voll cool, Zwendle. Und jetzt viel Spaß, Zwendle. Schön. Smack. Viel Spaß mit meinen Emotes. Haust rein. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass man da runterspringen kann. Lustig, dass diese Dinger hier immer stehen, ne? So, ich warte jetzt nochmal eine Runde. Genau, ich springe runter und dann erledige ich den Inquisitor mit meinem kleinen, blanken Kinderhänden. Glaub nicht. Glaube nicht, nie. Oh, sind da rüber, ne? Uiuiui. Ist das aufregend. Komm, geh. Komm, geh weg. Fallschadentest, ja. Die Forschungstexte von Beatrice de Rune sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Psst. Okay, ich bin hier, glaube ich, komplett falsch. So, verdammter Mistikack. Krass, ich wäre auch da längst gekommen. Entschuldigung, kannst du mal kurz gehen? Nee, ich wäre hier gar nicht durchgekommen. Das ist absichtlich hier. Dass ich dann jetzt unterm Tisch kann, ne? Genau. Mich hört keiner. Kein kleines Kindergetapse hier. Nein. Ist auch gar nicht unauffällig. Ich warte mal, bis er da weggeht. Einfach so, nur zur Sicherheit. Ui, ist das spannend. Ich finde das voll geil. Also ich feiere das Spiel so sehr. Hat er keine Schuhe an? Doch, Latschen hat er an. Okay. Weiter geht's. Kleiner, mutiger Hugo. Wo müssen wir hin? Siehst du, Amicia, ich habe Mama gefunden. Noch nicht, kleiner Hugo. Noch nicht. Ich denke auch immer bei sowas, du musst auch wieder da rauskommen, nicht nur reinkommen. Ja, das ist dunkel hier. Für euch wahrscheinlich noch dunkler. Uiuiui. Ui, ui. Wir sind doch jetzt in den Räumlichkeiten, da wo dieses komische Blödmist. Der. Wie heißt denn der Inquisitor? Licht? Sitzt? Verwest? Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Okay.
hinten hockt er, ne? Die sind alle taub und blind. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die sind alle richtig taub und blind. Da hinten hockt er. Da hinten, hinten hockt er. Seine Augenhahn sind... Gut, der... Den versch... Okay, wen höre ich? Ich höre wen? Wo? Und wo? Wahrscheinlich komme ich hier hinten nicht weit, ne? Nie. Oh Gott. Aber wo läuft er denn? Seht ihr ihn? Das ist, glaube ich, da vorne zu den Büchern, ne? Ja. Inquisitor. In der Kirche laufen so viele kleine Jungs rum, da fällt der gar nicht, kann ich auch. Oh, Smug. Das war böse, ja. Das war böse. So, läuft er jetzt nochmal oder bleibt er da jetzt stehen? Inga, der läuft doch hier. Ich höre das doch. Hört ihr das auch? Also irgendeiner läuft doch hier irgendwo längs. Oder ist es von oben? Ich höre ihn doch. Ist das von oben? Ich sehe keinen. Kann auch nur von oben sein, oder kann das sein? Hm. Ganz merkwürdig. Ich sehe halt gar keinen. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Oh, du siehst auch nicht mehr so gesund aus, Meister. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rune. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Oh, ah, hui. Oh. Genug, ihr mögt
Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Was? Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Ruhn wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Eieiei. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Ja, das war... Doch der Bruder, er ist einzigartig. Ja, das war echt eine dicke Nadel, ne? Einzigartig, ich bin einzigartig. Rührt euch. Ad Ignem. Ad Lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. War das, er ist hier gerade auf Hugo bezogen? Ich kann mir das gut vorstellen. Dass, die wissen das, dass er ausgebrochen ist. Die sind ja auch nicht doof. Und sie wollen halt, dass er vielleicht zu seiner Mutter geht. Irgendwas wollen sie ja, dass das passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gemeint ist. Dann tapsen wir mal. Weiter. Und dann mit der Ex kommunizieren, ist nie toll. Welche Ex? War das gerade aufs Spiel bezogen oder auf die öffentliche Arkade? Übrigens, habt ihr eigentlich das mit Pokémon Snap mitbekommen? Es gibt ja jetzt ein neues Pokémon Snap, ne? Habt ihr das schon gekauft, selbst gespielt, selbst zugeschaut? Erzählt mir. Ich bin neugierig. Pokémon Snap. Ich habe mir auch überlegt, mir das zu kaufen, wollte aber erstmal noch ein bisschen warten. Ach so, war ein Wortwitzing. Exkommunizieren, ja, das stimmt. Oh, wisst ihr gerade, wie schön das ist, Tageslicht zu sehen? Das ist ja voll schön. Und es hat geschneit. Ach ja, es ist ja auch Winter. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Das stimmt, Hugo. Ist da links? Oh Gott. Zugeschaut, auf den ersten Blick sieht das super aus. Okay, noch jemand mit Snap schon Bekanntschaft gemacht? Ich bin sicher, da drüben hat sich... Mist. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Aber wer hat mich gesehen? Lass erstmal Sightseeing machen. Gerade so schön hier. Ja, finde ich auch voll schön. Okay, wer hat mich gesehen? Ja. Okay, böse. Da sitzt auch jemand. Oh nein. Was ist das? Okay.
Okay, da kann ich nicht mit. Ich habe noch nicht einen Teil Pokémon gespielt. Das ist ein neuer Teil, nicht so interessant für mich. Felbas ist jetzt nicht so ein neuer Teil so vom Ding. Es gab es früher auf der N64 Pokémon Snap. Da bist du durch die Gegend gefahren mit so einem Auto und konntest wilde Pokémon fotografieren. Und so. Das ist halt nicht dieses typische Klischee, ich laufe jetzt durch die Gegend, werde Pokémon-Meister. Sondern eine ganz andere Geschichte. Und das haben die jetzt neu gemacht. Voll interessant eigentlich. Bin ich halt mich aufgewachsen, muss ich jetzt hinterher? Krass. Senior Nicolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Nee, auch nicht längst, okay? Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Tja. Wo geht er denn jetzt hin? Oh nein, oh nein. Er geht, schnell! Ja, wo soll ich denn hin, Hugo? Okay, dann kommen wir nicht weiter, müssen wieder hier raus. Wir müssen natürlich warten, bis er weg ist. Ist das der Synchronsprecher von Bosu? Das kann natürlich sein. Nitrades, das kann natürlich sehr, sehr gut sein. Das hört sich echt so an, ne? Er wartet sogar auf uns. Ist das nicht nett? Pekka Bozo ist der Pirat aus Deponia. Aus der Deponia-Reihe. Rufus bezeichnet ihn immer als Pirat und das ist er eigentlich gar nicht und ja. Aber in Nitrades, du kannst ja mal googeln, wie der Synchronsprecher heißt und wo der noch mitgemacht hat. Das kann man ja immer ganz gut sehen. Das ist ja wie bei so einem Film, ne? Warum kann ich denn hier oben hin? Okay. Was kann ich denn jetzt hier oben machen? Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Mhm. Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Ja, der wartet schon. Hast du doch gerade schon gesehen. Dein lieber Onkel wartet doch auf uns. Kein Ding. Okay, dann haben wir noch was Kleines auf. Oh nein, woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Anscheinend gab es eine Meinungsverschiedenheit mit seiner Schwester. Ah, er ist noch ein Junge, richtig. Kaum zu glauben, dass er uns alle retten wird. Wenn alles nach Plan verläuft. Dafür werden wir Sorge tragen. Hier kann ich aber nicht weiter. Weil da sitzt Devon. Ja, halt. Ja. Da komme ich doch nicht weiter, oder?
Ich probiere es mal aus. Tatsache, ich komme hier weiter. Holy! Ja. Der Vitalis soll lieber sein Müsli bleiben. Ja, bin ich auch für. Mein Spruch heißt, wir sind die Ratten. Die Ratteband. Was? Seid eine Rattenband? No Vendry. Ich hab's immer mit Namen, Entschuldige. Es ist nicht euer Ernst. Ich kann doch hier nicht runtersneaken, ohne dass ihr das nicht mitbekommt. Das bekommst du doch mit. Bekommt er nicht mit. Achtung, alle weggucken, für den ist, die das nichts ist. Oh, guck bitte weg. Weil ich gucke nämlich hin. Wegen dem Spiel, ja? Dein Spruch heißt, wir sind die Rattenband. Krass. Ja. Die machen Erdbeermarmelade, ja, finde ich auch. Die machen. Oh, ich höre schon wieder Ratten. Machen Erdbeermarmelade, ja. Oh Gott. Wir wollen doch nur zu Mama. Manche Filme und Serien kann man Synchronsprecher einfach raussuchen, aber für Spiele nicht. Wenn ihr auf Deponia geht, auf Deponia, war das schon beim ersten Teil dabei? Ich glaube ja, ne? Oder, mindestens Deponia 2. Geht mal bei Deponia 2 auf die Synchronsprecher und dann kann man die vielleicht anklicken sogar. Dann kann man sehen, was die alles schon synchronisiert haben und so. Weiße Ratten. Hallo, so Ratten. Sagt mal, eure neuen Ratten hier. Hallo. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Ah, gut. Leroy, das ist auch echt ein tolles Spiel. Mir gefällt das auch sehr, sehr gut. Von der Grafik, von der Geschichte, von der Spielart und Weise. Man kann das echt gut schaffen. Kann ich verstehen. Holger Löwenberg. Jetzt guck doch mal, ob Holger Löwenberg auch irgendwas in der Plugtail gesprochen hat. Aber schaut mal, hier sind Nacktratten. Krass. Nacktratten. Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Das weiß ich nicht, Hugo. Oh, da schläft einer. Wird er die Fressenratten? Ja, ist es, ja? Krass. Sehr geil. Der hat auch eine geile Stimme, finde ich. Holger Löwenberg hat. Also, Boso passt perfekt die Stimme. Ist schon eine sehr, sehr coole Stimme, die er da hat. Wer schläft denn jetzt hier? Ja, nicht, ne? Arbeitet da irgendwie. Thank you.